Jawohl. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in München bei der FSM. Willkommen zu Hause diesseits und jenseits der Grenzen. Schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Obgleich heute ein ganz anderer Tag ist, nicht der übliche Samstag, sondern mal ganz zwischendurch, ganz aus der Reihe, der Mittwoch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir hoffen, dass wir kommende Minuten haben, die Ihnen Spaß machen, dass das, was hier passiert, zu Ihnen nach Hause kommt, dass eine richtig schöne Stimmung von München zu Ihnen ins Haus getragen wird. Wer sorgt heute Abend dafür? Unsere Zuschauerin, die Berlinerin ist, jetzt aber in Prien am Chiemsee wohnt und Hotelkauffrau ist. Und dazu kommt ein Schauspieler, den Sie beispielsweise kennen aus Klimbim, nicht mit der Ingrid und mit der Frau Volkmann zusammen beispielsweise, waren es auch die himmlischen Töchter, aber ein Mann, der auch gleichzeitig im Tatort spielt und dort ein ganz anderer ist oder im Derrick spielt, also Krimi spielt. Also ein Mann, der als Schauspieler eine wirkliche Bandbreite hat. Ich hoffe, Sie wissen, wen ich meine. Peer Augustinski und unsere Zuschauerin heißt Angelika Höpfner. Frau Höpfner, Hotelkaufmann stand bei mir, aber Hotelkauffrau ist eigentlich... Mittlerweile heißt es Hotelkauffrau. Früher hieß es noch Hotelkaufmann. Und Berlinerin, hat sie mir extra draufgeschrieben. Berlinerin, aber sie lebt gerne in Prien am Chiemsee. Sie macht heute etwas ganz anderes. In einer ganz anderen Branche. Aber Sachbearbeiterin ist sie. Ich hoffe, dass Sie heute Abend mit ihm die Sache gut bearbeiten. Ich habe gesagt, ein fabelhafter Schauspieler, der eine ungeheure Breite hat. Und da gibt es ja manche Produzenten, die kommen dann und sagen, der hat mal gespielt, himmlische Töchter. Übrigens Elisabeth Volkmann, da überlegte ich, weil ich eine Freundin habe, die heißt Sigrid Volkmann, eine Langjährige. Aha. Und daher kam bei mir Frau Volkmann rein, weil ich nicht auf Elisabeth so schnell kam. Okay. Und dann plötzlich Derrick, das ist natürlich eine Breite und andere kommen und sagen, der macht zurzeit was ganz anderes. Eigentlich würde er jederzeit und gerne, wenn morgen der Michael Pflegkar kommt oder ein anderer und sagt, hier sind fabelhafte Bücher, machst du wieder Humor? Ja, selbstverständlich. Dabei? Ich fand, das war ein hochklassiger Humor. Mhm. Ich fand ihn prima und ich stehe nach wie vor dazu. Es ist leicht, was man hier hört, ja, leichte Kunst wird immer so schnell weggetan. Ich finde, es ist das Schwerste sowieso. Menschen zum Lachen bringen ist viel schwerer als zum Weinen. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass wir heute Abend zum Lachen kommen und wenn weinen, sollen es Freudentränen sein. Darf ich bitten, dort oben Platz zu nehmen? Danke. Auf der Seite. Auf der anderen Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Jungs, liebe Mädels, kommt eine Schauspielerin, die Sie, die ihr irrsinnig oft gesehen habt, auch da eine ungeheure Bandbreite, ob das der Tod eines Schülers war, ob das das Traumschiff war oder ich heirate eine Familie, eine Kollegin, die auch viel im Ausland arbeitet, beispielsweise in Frankreich, darüber werden wir nachher ein bisschen sprechen, Ute Christensen und er kommt aus Mindelheim, unser Zuschauer, und heißt Charlie Hemmer. Gute, guten Abend. Guten Abend. Freue mich, dass die Zeit ausreicht. Ist ja ein bisschen viel im Terminkalender drin, nicht? Ja, eigentlich schon, aber Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Das macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Wenn man viel zeigen kann und verschiedene Dinge spielen kann. Ja, das macht Spaß und es macht auch Spaß, im Ausland zu drehen. Und da kann ich ganz im Gegensatz zu hier in Deutschland ein bisschen mehr zeigen. Auch ernster, auch aggressivere Charaktere. Aggressiv? Ja, so zum Beispiel, ich musste so wie Emma Peel. Nee, das durfte ich noch nicht, aber das würde ich ganz gerne machen, weil ich Taekwondo und Selbstverteidigung mache. Und ich würde ganz gerne, also das fände ich toll, einen weiblichen Schimanski abgeben. Auch wenn ich nicht so aussehe, aber das ist ja gerade der Reiz dabei, so? Wenn man so aussieht wie ich und dann mit einmal richtig zulangen kann. Wie würde denn das aussehen, wenn ich jetzt, also ich wäre jetzt der, würde ich jetzt also hier stehen und sagen, also ich meine, wenn das also alles so ist, mein Kind. Ja, man kann das ja nicht nur richtig machen, nicht? Aber so ein bisschen angedeutet. Nein, bitte nicht. Angedeutet. Angedeutet, wie ja. Also, wenn Sie sehen. Mich jetzt zum Beispiel stoßen würden. Ja. Ja, okay, machen also, Sie mal. So zum Beispiel. Dann, ja, richtig. Ja? So. Dann würde ich weghauen, würde ich nach der Kante, nach Handkante. Meine Damen und Herren. Wir sollten beginnen. Da sind die Überschriften und da oben sitzt ihr. Du schlägst aber zu, mein lieber Mann.
Da haben wir eine Zugfahrt im Boxring, auf dem Rastplatz, auf der Jagd, am Telefon, im Reisebüro. Na, was darf's denn sein? Liebe Ute, ich fasse nichts wieder an. Na? Am Telefon. Am Telefon. Ja. Am Telefon 500 Mark verdoppelbar auf 1000, alles durchgeraten 200. Achtung, fertig, los! Die Strippe am Telefon? Leitung. Ja. Wenn ich es auflege auf die. Und Gabel. Ja. Wählscheibe. Ich da, ja. Oh Gott, der das alles überwacht da oben, ist der? Der Name? Regisseur. Ja, nein, 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 es gibt einen ganz speziellen Mann. Im Telefon? Nicht Professor, er ist. Doktor? Ja. Und der Dr. Name? Heindl. Ja, genau. Und wenn. Dass das so lange dauerte, bei 35.681 Bildern, haben wir so lange auf den Heindl am Telefon gewartet. Aber immerhin vier gleich am Anfang ist doch toll. Peer! Ja. Peer, was darf sein? Ja, ja, wir nehmen eine Zugfahrt. Eine Zugfahrt? Ja, ja. Achtung, fertig und ab. Wo drin ich sitze? Zug, Abteil. Der da durchgeht und diesen macht? Schaffner. Was macht er, was ist das? Knipst. Fahrkarte? Ja. Schranke? Ja. Und wenn ich jetzt, oh Gott! Notbremse. Mhm. Und dann fährt er nicht da lang, sondern über eine... Gleis, Weiche. Mhm. Und wenn es ein ganz bestimmtes Ding ist, dann habe ich eine... Coupé? Nein. Sitz, Platz, Karte? Ja! Ja! Platz, Karte. Natürlich, das waren sieben. Das waren sieben. Das waren die ersten 200 Mark, die später nicht verdoppelbar sind. Herr Hemmer, drehen Sie einmal den Schirm. Genau in die Mitte, Herr Hemmer aus Mindelheim. Was nehmen wir denn? Im Reisebüro. Im Reisebüro. Achtung, fertig und ab. Ferien, Antwort für Ferien ist der. Antwort für Ferien ist der. Urlaub. Ja, richtig. Und das ist der. Flug. Flugzeug. Richtig. Und ich wohne in dem. Hotel. Richtig. Und ich schaue die Dinge an, die. Den Fahrplan. Na, Reiseprospekt. Prospekt. Ja. Und ich habe, wenn ich Essen habe, Frühstück, Mittagessen, Pension, Abend. Vollpension. Richtig. Und ich mache auf dem Schiff, mache Mittelmeer und alles. Eine Kreuzfahrt. Richtig. Und das ist der, wo das Ding kommt, die Beschädigung kommt. Das ist tick. Dieses tick, das war der Fernschreiber. Ute, das war der Fernschreiber. Nicht dieses tick, was da kommt. Tick, Frau Höpfner, was darf es denn sein? Auf dem Rastplatz. Auf dem Rastplatz. Gibt ja manche Rastplätze, so in der Urlaubszeit sieht man das immer wieder, die sehen schlimm aus, wenn da Menschen gerastet haben. Nehmen Sie doch das wieder mit, das Butterbrotpapier und den Äpfelkern und nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Ist schade, vielleicht denken Sie beim nächsten Mal dran. Wir sind auf einem ganz sauberen Rastplatz. Achtung, fertig, los. Was mache ich auf dem Rastplatz? Pause. Und wenn ich mich kniebeugen und... Dann Gymnastik. Und dann trinke ich nicht Tee? Kaffee. Und meine Abfälle soll ich in den... In Mülleimer. Na, anderes Wort? Abfalleimer. Abfalltüte. Wo man drauf schreibt... Das ist es. Papier, ja, weiter. Abfallpapier. Weiter. Ja. Und dann mache ich im Grünen mit Decke und Picknick. Korb. Und am Rastplatz sind Büsche. Anderes Wort für Büsche? Sträucher. Und der Papierkorb war der, den du einfach zur Seite schobst. Auf Papier warst du schon der Papierkorb. Nicht Abfall. Der ja auch da steht. Auf einem Rastplatz. Ja. Da stehen Körbe? Ja. Das sind doch so Tüten. Ja, ich weiß nicht, auf welchem Rastplatz sie gewesen sind. Also, das sind. Also es sind kleinere. Ja, es sind kleinere und die großen, wo die Mülltüte drin ist. Aber es gibt auch kleine Papierkörbe. Na ja, ich fahre ja Eisenbahn. Dann ist alles entschuldigt. 10 zu 11, 11 zu 10. Ute wäre dran. Auf der Jagd? Auf der Jagd? Auf der Jagd. Auf der Jagd. Okay. Achtung, fertig, los. Wo viele Bäume sind, das ist der... Wald. Diese Wau-Wau-Wau-Wau-Wau. Dackel. Nein, das ist... Hunde, die Hunde. Überbegriff, ja. Diese sind die... Rehe, Hirsche. Ja, was man dem Ehemann manchmal aufsetzt. Hanna. Ja. Mit dem buschigen Schwanz, dieses braune Tier, ja. Dieser, der die Hunde an... Der Jäger. Ja, nein, noch ein anderes Wort. Wer das wählt vor sich hin... Treiber. Ja. Und der unberechtigterweise, also... Wilderer. Ja. Das geht doch. Das geht doch, ja, das ist schon richtig. Das geht. 11 Punkte und 15 Punkte. Ute,
Ute, darf ich vielleicht im Namen vieler deutscher Ehefrauen oder auch Ehefrauen aus dem Ausland sagen, was man dem Ehemann manchmal aufsetzt? Man sollte es nicht verallgemeinern mit den Herren. Ich bin nicht mehr verheiratet. Ach so. Ah ja, dann wollen wir auch das Thema nicht weiter auswalzen. 15 zu 11, es bleibt noch im Boxring. Boxt weiter, 4 Punkte bis zum Gleichstand. 5 Sieg, 7 Sieg und 200 Mark. Alles zu finden im Boxring. Los. Was sind die, wie heißen Seile? Die? Ja. Was habe ich da an? Boxhandschuh. Ohne? Handschuh. Wie nennt man das erste? Auszählen. Erste. Zweite. Dritte. Runde. Ja. Was ist das? Mundschutz, oder wie das Ding? Was ist das? Tiefschlag. Und was ist das? Boxer. Ja, aber. Catcher. Ja. Schwergewicht. Oh. Ja. Also der war nun so schwer ist er in Wirklichkeit gar nicht. Also 15 Punkte für Ute Christensen und für Charlie Hemmer aus Mindelbach. Nein, Mindelheim. Und 16, ein Punkt mehr. Und damit 200 Mark schon da und 500 kommen jetzt dazu. 500 müssen noch da drauf. Guck, 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 guck. 500, ja, 700 sind jetzt da und 500 können wir jetzt verdoppeln. Substantive. Davon ist ein Teil ein Begriff aus der Musik. Im Ganzen ist das total unmusikalisch. Beispiel wäre also Banknoten. Nicht? Da ist zwar ein Stück von der Musik, nämlich die Noten, aber alles andere zusammengenommen ist eine Banknote eigentlich völlig unmusikalisch. Das, ja, Sie eigentlich Echt? Schon. Doch. Darf ich denn bitten, lieber Pierre, dass Sie sich einmal anschnallen? Aha. In der Runde, fabelhaft. Jetzt erklärt er, sie kommt drauf und wenn alles durchgeraten ist, sind es weitere 500 Mark. Ja. Alles. Also dran denken, alles mit der Musik ein Teil, im Gesamten völlig unmusikalisch. Ja. Wobei er fabelhaft auch musikalisch ist. Der hat vorhin hier an einem Flügel Klavier gespielt, ich fand das toll. Ja, das ist mir jetzt überhaupt nicht Nein, ja. Ja, kann. Sollten wir den vielleicht weitermachen? Dann können wir erst das Geld kriegen. So, jetzt wird's ernst. Ja. Licht aus. Dunkler. Achtung. Fertig. Los. Weiter sagen die. Was ist das? Ein Vogel. Ja. Und was hat der links und rechts? Flügel. Ja. Und was ist das? Schwimmen. Und zusammen? Schwimmflügel. Ja. Oh Gott, wenn ich auf was auf mich zukommen sehe, dann kann das eine werden. Katastrophe. Ja. Es ist kein Holz, aber durchsichtig. Glas? Glastrompete? Nee. Glasflöte? Nee. Na, bla, bla, du, di, da, da, bla. Glas ist ja richtig. Ja. Moment, Moment, da ist irgendwas bereits unterbrochen worden, Herr Dr. Heindl, das war doch so schön. Guten Abend, Herr Dr. Heindl. Ja, schönen guten Abend, Herr Heck. Herr Dr. Heindl, was gibt es bitte? Wir mussten leider stoppen, weil Herr Augustinski sagte, bläh, bläh. Und ja, er hatte bläh, bläh. Er hat vorhin in der Kantine etwas gegessen und das waren diese. War schon verbotene Andeutungen. Ja, ja. Herr Dr. Heindl, das waren andere bläh, bläh. Das ist nicht Es mag mehr. Sein, aber wir riechen ich ja hier wollte. Herum nicht, sondern wir hören. Dann Jawohl. Herr Dr. Heindl, jetzt begreife ich auch das Bild von der einen jungen Dame. Das Richtig. Das war das Die gesagt hat, dass Sie der Nörgler sind und ich der freundliche ältere Herr. Das meinten Sie doch, oder? Natürlich, Aha. natürlich, Herr Dr. Also es sind 100 in der Pyramide. Ja, das sehe ich gerade. Auf Wiedersehen, Herr. Wiederhören, Herr Eck. Bläh, bläh. Bläh, bläh. Also, bläh, bläh. Also wenn ihr mich fragt, ich finde das ein bisschen bläh, bläh, aber... Hört er das? Es ist der Glasbläser und Bläh, haben Sie gesagt. Also Blähung habe ich keine. Was hätten wir denn noch gehabt? Landstreicher hätten wir gehabt. Beton, der Ton der Musik, Beton. Und Kontakt. Mhm. Nicht? Und die Katastrophe war natürlich auch schön, die Strophe aus der Musik. Naja. Jetzt komme ich zu Ute. Ich fand das toll am Anfang, ja? wie sie mich aufs Kreuz gelegt haben. Schön. Aber nun ist natürlich völlig klar, jeder Regisseur, der sie sieht, ein so zartes, entzückendes Wesen, kommt natürlich nie auf die Idee, was falsch ist. Zu sagen, die müsste mal so eine ganz harte Tante spielen. Ja, aber das ist doch gerade interessant. Ich meine, wenn jetzt so ein Wesen wie ich, die so aussieht wie ich, mit einmal eine konträre Rolle spielt, das ist doch gerade interessant. Und ich glaube, das ist auch
wahnsinnig schön ist für den Zuschauer, so etwas zu sehen, dass sich ein Mensch ganz wandeln kann, also auch gegen sein Aussehen anspielen kann. Was spielen Sie denn in Frankreich beispielsweise? Ja, da zum Beispiel gibt man mir Chancen und das finde ich wunderschön, aber das hätte ich natürlich viel lieber hier in Deutschland. Ich habe zum Beispiel 4 Wochen vorher Aerobic gelernt, habe eine ganz aggressive, harte Aerobic-Lehrerin gespielt. Mit der Michelle Morgan gedreht, bei dem Edouard Molinaro. Oder ich habe ein sehr leichtes Mädchen gespielt, das gleich die erste Nacht einen Mann mit aufs Zimmer nimmt und ihn dann auch ausraubt und in einem anderen französischen Film. Und da konnte ich auch viel mehr zeigen und viel mehr aus mich herausgehen. Und das finde ich eben schön, dass ich auch solche Angebote kriege. Und leider ist das bis jetzt nur in Frankreich so gewesen. Herausgehen ist ein Stichwort. Aus der DDR sind Sie herausgegangen. Sie haben aber dort gelernt. Sie haben dort einmal angefangen. Ja. Sie haben dort Schauspielunterricht gehabt. Ja, ich habe da 4 Jahre in Rostock studiert. Ich habe mit 15 schon angefangen. Mhm. Und auch gleich Praxis gehabt. Ich habe auf der Bühne gestanden, schon mit 15. Und mit 18 habe ich dann schon meinen späteren Mann kennengelernt, einen Franzosen. Und bin dann auch schon geflüchtet. Daher kam der Sprung, nämlich die nächste Frage gewesen. Wie kam der Sprung nach Frankreich? Ja, weil mein Mann im Franzose war. Und die haben da eine Firma aufgebaut. Wir haben uns da kennengelernt. War meine erste große Liebe. Und wir durften nicht heiraten und das möchte ich aber alles jetzt nicht so erzählen, das war wahnsinnig kompliziert. Aber es war zu jung mit 18, nicht? Ein bisschen, im Nachhinein ja. Würde ich also keinem jungen Mädchen raten, so in dem Alter zu heiraten. Wollen wir weitergehen in der nächsten Runde? Ja. Ja, da haben wir die Überschriften. Alles, was man belegen kann, alles, was einen verlegen macht, alles, was man auflegen kann, alles, was man einstellen kann, alles, was man aufstellen kann, alles, was man bestellen kann. Ich möchte Ihnen bestellen, es geht um 1000 Mark, verdoppelbar auf 2. Alle durchgeraten sind zusätzliche 200 Mark. Und jetzt frage ich Ute. Das ist schwer. Christensen, was darf ich Ihnen geben? Alles, was man aufstellen kann. Okay. Alles, was man aufstellen kann. Dann stellt doch mal einen richtigen Rekord auf. Achtung, fertig und ab. Einen Kleider. Kleiderschrank. Ohne Kleider. Schrank. Mhm. In einem bestimmten Monat wird ein... Christbaum, Weihnachtsbaum. Nein, in einem Frühlingsmonat. Ein Maibaum. Ja. Wenn man Camping macht, das ist ein... Zelt. Ja. Eine Fußball... Mannschaft. Ja. Keine Praxis, sondern die... Das Gegensatz von Praxis, wenn du in die Schule gehst, lernst du erstmal... Kindergarten. Nein. Ja. Nein, dann lernt er nicht Kindergarten, dann lernt er erstmal die Theorie. Ja, nicht Gegenteil von der Praxis. Die Theorie. Die Theorie, ja, klar. Natürlich. Meine Kindergarten ist auch Theorie. Kommt drauf an, was man da unter Praxis dann versteht. So, Peer Augustinski. Ja, ich kann nicht alles sehen. Einstellen, verlegen. Alles, was man bestellen kann. Ja. Vielleicht kriegen wir es umsonst. Alles, was man bestellen kann. Muss ich da wieder rein hier? Nein, später, wenn es reinrollt. Achtung, fertig, los. Wald, Wiese. Feld. Ich lese eine. Zeitung. Ich fahre, ist oben drauf auf dem Auto. Bus? Nein, steht drauf, wie es heißt. Der fährt, ich fahre mit, kostet Geld. Mitfahrer? Nein, es kostet Geld, ich zahle das. Taxi? Ja. Es ist kein Am, es ist ein... Also, wenn ich zum Beispiel heiraten will, muss ich was bestellen, ein... Aufgebot? Ja. Ich bestelle... Herzliche Grüße. Aber kommen wir nicht mehr dazu. Ja. Herr Hemmer... Und die Frage an Sie, Herr Hemmer, was darf es denn sein? Alles, was man einstellen kann. Dann stellen wir doch mal ein. Achtung, fertig, los. Das Gegenteil von Beamten ist der normale... Der normale Bürger. Nee, wenn ich schaue, das ist der ganz normale, nicht Beamter, sondern der... Angestellte. Noch weniger. Arbeiter. Ja. Ich mache 100 Meter Lauf in einer neuen Zeit. Jogging. Nee, neuer Weltrekord. Au. Weiter. Erste, zweite, ZDF, ARD ist das. Programm. Richtig. Im Auto gibt's den. Radio. Mut. Nein, Vergaser. Mut. Den Vergaser hatte er gerade. Schon ist gedreht. Angelika Höpfner von Prien am Chiemsee. Was darf's denn sein? Alles, was man auflegen kann. Gut. Achtung, fertig, los. Ich lese drin, klein. Buch. Dreht sich, Musik. Platte, Schallplatte. Das hier. Handfläche.
Hand. Beim Telefon? Ohr. Telefonhörer. Ohne Telefon? Hörer. Beim Spiel Skat brauche ich? Karten. Piff, Paff, Puff. Pistole? Nee, Gewehr, größer. Hier, das hier? Wangen. Nee, nee, ganze. Make-up. Make-up. Seid doch nicht so klein. Nee. Der, der, ich verstehe es ja. Aber es geht doch vor und durch Begriffe. Rouge ist ja auch sehr schön, aber es musste das Wort Make-up. Rouge sieht besser aus noch. Das ist richtig. Weil das kommt von Rot, also durch Röten, erleuchten oder so. Ne? Aber es war das Wort Make-up da. Ja Gott. Darf ich weiter maken jetzt? Bitte sehr. Gut, dann make ich mal ab. Frage an Ute Christensen. Alles, was man belegen kann. Achtung, fertig, los. Was du zum Frühstück isst, ein... Brötchen. Ja. Das hier ist ein... Stuhl. Nein. Platz. Du... Ja, und vorne, du, wenn ich mich jetzt hin... Platz ich nehmen. Ich lege mich nicht hin, ich... Sitze mich hin. Ja, und? Das zusammen jetzt? Sitzen. Sitzenplatz. Ja, weiter. Im Schiff gibt es, wo du drin... Kabinen. Wohnt. Ja. Du belegst einen, bei der Volkshochschule einen... Kursus. Ja. Ja. Es bleibt nur noch alles, was einen verlegen macht. Es muss euch nicht verlegen machen, ihr könnt noch ein paar Punkte machen. Achtung, fertig, vielleicht 7, dann wäre es 200 Mark. Los! Ich filme mit der... Kamera. Es ist mein erster... Kuss. Weiter. Was ist das? Augen. Ja. Blick. Was, ja. Was ist das? Klatschen. Das Ganze nennt man... Applaus. Ich mache dir ein... Kompliment. Ich habe im Strumpf eine... Socke? Nein. Laufmasche. Eine, yeah. Und das ist nach einem... Rot. Rot. Rouge. Rouge. Kein Make-up. Schnutzfleck. So, so, 9 Punkte. 9 Punkte für Ute Christensen und für Charlie Hemmer. Und 15. Also auch die 1000 Mark ist die Möglichkeit zu verdoppeln. Und jetzt kommt die große Frage, soll ich mich wieder anschneiden? Und? Gerne, Herr Augustinski. Ja, ist doch nett, nicht? Ist doch nett. Ja. Es geht jetzt um Süßigkeiten und Schleckereien seltener Art. Zusammengesetzte Hauptworte und Begriffe, die nur zu einem Teil zum Nachtisch gereicht werden. Zum Nachtisch reicht man beispielsweise Eis. Ja. Aber selten Packeis. Ach so. Nicht? Solche hübschen Spielereien hat unser Uli Rossius wieder rausgesucht. Nicht? In schlaflosen Nächten lag er da und sagte, wie komme ich jetzt auf eine neue Idee? Und er fand, wieder so finde ich etwas sehr Hübsches. Herr Augustinski wird das gleich erklären. Der Pierre Augustinski. Also Süßigkeiten. Sie kommen. Süßigkeiten, Naschereien, zusammengesetzte Hauptworte. Ja, die haben wir nicht dabei, die sauren Gurken. Jetzt weiß ich, warum wir hier drin hingen, weil wir von diesen Süßigkeiten nichts kriegen sollen. Vielleicht nachher, vielleicht nachher. Licht aus, weitere 1000 Mark. Achtung, fertig, los. Das gibt es zu Weihnachten, die muss man auf... Nüsse. Ja, und was ist das? Kopfnuss. Ja. Was auch gut schmeckt, es knackt ein bisschen. Cracker? Nein. Ich mache keinen Witz, ich mache einen... Spaß. Ja, und Scherz. Was? Ja. Scherzkeks. Was läuft bei mir rot durch den Körper? Blut. Und das schmeckt ganz süß? Blutzucker. Ja. Was ist das? Kehle? Nein, das Ding da draußen. Stimme. Nein. Dieser Ton. Adamsapfel. Ja. Es macht plötzlich... Was ist das? Klopp. Ja, wie nennt man das? Das ist ein... Geräusch. Ein... Nein. Und was schmeckt Knallbonbon. Ja. Es ist aus Wein und... Beeren. Ja, wie heißen die noch? Weinbeeren. Nein. Rosinen. Wein, Winter... Trauben. Ja. Und wer ist das alles? Die Menschentrauben. Menschentrauben wären es gewesen, die da kommen. Sollten aber nicht kamen, aber wenn Sie mal schauen... Immerhin 2500. War das alles wieder verloren? Nein, überhaupt nicht. Nur die Menschentrauben kamen nicht mehr. Da wäre jetzt noch was gekommen, wie viel? Drück mal da oben weiter noch 300 Mark. Die habt ihr die nicht gebe ich so. Echt? Ja, ja. Machen Sie in Bar. Ja, machen Sie in Bar. Meine Damen und Herren, Menschentrauben stehen vielleicht irgendwann mal da, wenn zwei Interpreten auftreten, die wir heute Abend Ihnen zum ersten Mal vorstellen. Ralf Siegel und Bernd Meinunger haben wieder zwei Menschen neu entdeckt.
Und es geht da um eine Melodie und vor allem um einen Text von Bernd, der eine hübsche Idee ist. Jeder Mensch hat eine Heimatstadt und Generationen sehen diese Stadt eigentlich ganz anders. Ein älterer Mensch sieht ganz andere Dinge in seiner Stadt als ein jüngerer Mensch. Generationen sehen eine Stadt, ihre Stadt, unsere Stadt anders. Das ist das Thema von Maxi und von Chris Garden. Doch ihr Herz schlägt laut, tausend Augen im Gesicht, doch bis zum Himmel sieht sie nicht. Zeichen auf der Wand, Menschen in der Hand, ihre Macht ist riesengroß, sie lässt mich niemals los. Doch ich kann in ihrem Arm auch mal den Regenbogen sehen. Ob die Sonne scheint, ob der Himmel weint, sie verändert ihr Gesicht, doch ihren Pulsschlag nicht. Meine Stadt ist wie das Leben. Dankeschön, Maxi. Dankeschön, Chris. Mutter und Tochter, meine Stadt. Die Stadt von Peer Augustinski liegt zurzeit in der Nähe von Köln, aber da ist er nicht geboren. Nein, nein, geboren bin ich in Berlin. Und es ist eigentlich auch das ist, die Stadt. Ja, kann man sagen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wie man seine Kindheit verbracht hat, ob gut oder schlecht. Und wenn man sich wohlgefühlt hat, dann denkt man gern daran zurück. Mhm. Wir haben eben gesehen, dass die Mutter fabelhaft Klavier spielt und singt und die Kleine eigentlich sehr duftet. Und ich habe zwischendurch einmal gesagt, wie er was ganz anderes hören wollte, er spielt fabelhaft Klavier. Das hat man eigentlich selten in Sendungen gesehen, dass er wirklich fabelhaft spielt. So einfach vorhin hat er sich einmal da dran gesetzt an den Flügel.
Ja, man hat es schon gesehen, nur das wurde manchmal gestört. Dann war die Silvesteransprache des Bundespräsidenten und es war genau die Stelle, die man aus einer laufenden Sendung dann weggenommen hat. Das ist ja wichtiger, dass man das hört und nicht sowas. Ne? Schade. Ist ja keine Kritik, ist nur eine Feststellung. Aber es ist doch sehr selten, dass ein Schauspieler auch noch diese Seite der Kunst beherrscht. Tja, mein Gott, ich habe früher Musik studiert. Hauptfach war Schlagzeug, Klavier war Pflichtfach, dann ein bisschen Cello und Posaune. Das muss man in irgendeiner Sendung machen. Also ich bin sicher, jetzt kommt auch irgendein Regisseur und sagt, na, das ist doch überhaupt nicht die Idee. Es ist ja zum Teil schon gemacht worden, aber nicht auffällig genug, ne? Finde ich. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Ich habe eben gesagt, Berlin ist seine Stadt. In Köln, in der Nähe von Köln, lebt er im Bergischen Land. Aber Tournee heißt heute hier, morgen da. Zurzeit ist er gerade auf Tournee, fabelhafterweise. Heute ja, man hat mich angefangen. Ich wollte jahrelang keine Tournee machen, weil ich auch die Querelen davon kenne. Aber ein sehr gutes Stück, Biedermann und die Brandstifter. Es sind wenig Personen. Wir haben zwischendurch immer Gesichtsurlaub, wie man das bei uns nennt. Wir haben einen großen Bus mit 56 Plätzen. Da kann man sich schon mal verteilen. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Moment, da muss ich... Das will ich versuchen. Barbara Adolf, Silvana Sansoni, Ingrid Richter, Peter-Uwe Arndt, Werner Schumacher, Regieassistenz Tillmann, Cem Ton, René Seifert, technische Leitung Wolfgang Werner, Regie Gerhard Westphal, Tourneetheater Manfred Grewe, Berlin. Das Ganze jetzt in einer Sendung des ZDF. Aber nur das, was ich hier gelesen habe. Ich wollte mal der aus und schnell sprechen. Jetzt muss ich Ihnen was erzählen dazu. Er hat heute Mittag in der Kantine gesagt, kann ich in der Sendung alles machen? Ich sage, alles. Ja, dann kann ich dich auch aus der Ruhe bringen. Sage, wenn du meinst, mach, was du möchtest. Nun weiß ich, was er damit meinte. Ja, ein bisschen Hitparade, nicht? Ja, ein bisschen Hitparade. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass es auch ein Hit wieder wird. Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Noch einige Zeit auf Tournee und ich hoffe, dass das so gut anfängt und auch so gut endet und dass das eine verschworene Gemeinschaft ist, die sagt, im nächsten Jahr, im Jahr 87, machen wir das wieder. Aber nicht dasselbe Stück vielleicht. Nee, das ist richtig. Nee, vielleicht was anderes. Morgen sind wir in Werdohl. Achso, ich darf ja nicht. Nein, also jetzt, ja. Ah, gut. Jetzt gehen wir weiter auf der anderen Seite. Ja? Ute, auch zurzeit auf Tournee? Nein. Nein. Gut. Also sie ist heute in München. Und da haben wir die Überschriften. Die nächsten. Meistens vorher. Bei uns in der Regel links, immer rechts. Normalerweise vorne. Wahrscheinlicher nachher. Sehr oft hinten. Was darf es denn sein? Oh Gott. Den haben wir leider nicht, verdammt. Oft hinten. Sehr oft hinten? Ja. Sehr oft hinten. Sehr oft hinten. Gut. Um 1500 Mark geht es später verdoppelbar auf 3000. Achtung, fertig, los. Der ganz hinten Fußball spielt, ist der? Torwart. Nein. Abwehrspieler. Man nennt ihn auch? Libero, Stopper. Ja. Dieter Thomas? Heck. Ja. Hinten das Auto. Auspuff. Ja. Ein hier, wenn ich mir mache, ein. Von einem Tier. Pattenschwanz. Ja. Das sind keine Sitzgelegenheiten, Sitz. Sondern Stehplätze. Übrigens, liebe Ute, es ging bei dem Heck nicht um den Dieter Thomas, sondern um das Hinterteil vom Schiff. Heck gibt's auch, ja. Aber wichtig war, dass er drauf kam, nicht? Pierre Augustinski. Bei der Arbeit? Ja, was darf sein? Na, ich wollte wissen. Ach so. Ja. Ja, normalerweise vorne. Normalerweise vorne. Achtung, fertig, los. Ich stehe auf dem Treppchen ganz oben und das ist der... Spitzenreiter? Nein, der kriegt diesen da oben und... Sieger. Ja. Vor einer Klasse steht ein... Primus. Nein. Lehrer. Ja. Das Schiff hat hinten ein Heck und vorne... Vom Bug. Vor dem Orchester steht der... Dirigent. Ja, Moment, ich muss mich... Das ist, beim Pferd sind das die... Nüstern. Ja. Es ist nicht... Der HSV und nicht der erste FC Köln, sondern FC Bayern. Aber der kam nicht mehr dran. Meistens vorher. In der Runde. Meistens vorher. Dankeschön, ich wollte ja nicht stören. Ne? Herr Hemmer, was darf es denn sein? Meistens vorher. Meistens vorne. Achtung, fertig, los. Der Arzt gibt mir die, damit ich einschlafe. Die. Narkose. Richtig. Ich habe heute, das sind die, was sind das, die? Lichter, Lampenfieber. Richtig. Ich mache mit dir einen... Antrag. Nee, einen leichten. Flirt. Richtig. Und der Eingang in ein Zimmer ist die... Der Eingang der Tür. Die Tür? Ja, und an der Oper kommt die...
Die Öffnung. Ja, wie heißt die auf Lat, Fremdwort? Die Ouvertüre. Ja, Ouvertüre. Die Ouvertüre. Ganz einfach war es die Ouvertüre. Es wird natürlich in der letzten Runde ein bisschen schwerer. Es geht auch um 1500 Mark. Aber wie der flirtet, nicht? Also wenn Sie irgendwo den Hämmer in Mindelheim rumlaufen sehen, der macht so, dann flirtet er gerade. Aber er ist glücklich verheiratet, wie er mir gesagt hat. Angelika Höfner. Immer rechts. Immer rechts. Achtung, fertig, los. Was lasse ich mir hier rausnehmen? Blinddarm. Was trage ich hier, wenn ich verheiratet Ehring. Bin? Kommt rechts vor links, ist die? Vorfahrt. Wenn ich hier was drüber ziehe? Handschuh. Und das lege ich im Auto? Ins Handschuhfach. Das beim Auto? Kupplung. Ja, nee. Gangschaltung. Beim rechts beim Schiff? Nicht Back. Steuerbord. Und das ist hier? Die Hand. Handschlag. Rechte Hand. Der Handschlag war es. Handschlag. Bei uns in der Regel links oder wahrscheinlicher nachher. Ute Christensen. In der Regel links oder wahrscheinlicher nachher? Wahrscheinlicher nachher. Wahrscheinlicher nachher. Achtung, fertig, los. Was habe ich nach einer Operation? Eine? Narbe. Mhm. Ich krieg nach dem Schulabschluss ein. Zeugnis? Ja. Ich krieg, wenn ich was bezahlen will, eine. In der Rechnung? Ja. Zum Abschluss esse ich was Süßes ein. Na, Dessert? Ja. Ich habe nach vielem Sport ein. Muskelkater? Ja. Und nach viel in der schönen... Sonnenbrand? Ja. Und das hier ist eine Füllung, ist eine... Krone. Nein, eine andere. Keine Füllung. Eine Plombe. Eine Plombe war es. Herr Augustinski, bei uns in der Regel links, die nächste Überschrift. 2 Punkte bis zum Gleichstand, 3 Sieg und 7 Sieg und noch 200 Mark obendrauf. Bei uns in der Regel links ist die Überschrift. Achtung, fertig, los. Was ist das? Bum, 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 bum. Herz. Und wie nennt man das? Steuer. Weiter. Ich sitze Rechtssteuerung, links. Ich sitze auf einem. Steuer. Fahrrad. Und das? Steuer ist richtig? Steuerrad. Ja. Was ist das? Uhr. Ja. Was ist das? Ja, Gangschaltung. Nee, hier unten ist das, meine ich. Bremse. Links, Kupplung. Links. Ja. Geige. Ja. Ja. Das heißt 13 Punkte für Ute Christensen und für Charlie Hemmer. Und 15. Damit auch die dritte Pyramide um 1500 Mark. Dann jetzt schon 4000. Was machen Sie damit? Bauen Sie ein eigenes Hotel am Chiemsee? Nein, Sie lädt mich jedes Jahr einmal am Mittwoch ein. Ah ja. Die ganze Woche. Also 13 zu 15 steht da, drin ist er. Es geht jetzt zum Schluss um Worte und Begriffe, die zu einem Bestandteil in der Kirche zu finden sind, als Ganzes jedoch kaum sakrale Züge beinhalten. Also Beispiel wäre ein Unschuldsengel. Also ein Engel hängt ja in der Kirche oder ist gemalt in der Kirche. Ein Unschuldsengel ist da sicherlich nicht zu finden. Ich schaue auf die Uhr. Wir müssen zur letzten Runde kommen. Ich war auch schon mal drin. Ja, das hoffe ich. Ja, weil Sie sagen, es gibt da keinen Unschuldsengel. Natürlich. Natürlich, der Pierre, unser Unschuldsengel. Achtung, fertig. Ja? Ja, nicht, ich kann nicht sprechen, los. Wenn mir die... So. Was hält der Pfarrer einen? Predigt. Was hängt vor... Ja. Was ist, was furchtbar riecht beim Essen, das muss unter eine? Glocke. Ja, und was muss darunter? Käseglocke. Ja. Es ist nicht der liebe Gott, es ist der andere. Teufel. Was macht meine Teufelsbraten. Frau? Teufelsbraten. Nein, was macht meine Frau? Ja, was ihre Frau... Das ist, wenn sie sauber macht, was tut sie dann? Rein? Weiter. Nee, geht, ach so, ja, geht nicht. Ja nicht. Rein. Sauber machen? Ja, Waschen? Nein. Was, Teufel ist ja richtig, davor ja? Das Wort noch. Ja, ja. Sie. Putz, Teufel. Ja. Mein Gott. Ich fahre durch die Straße von zwischen Afrika und Spanien durch. Die Wald. Ja. Ich habe hinten ein. Kreuz? Ja, und wenn es nicht so mache, habe ich ein. Hohlkreuz? Ja. Was brennt? Feuer? Ja, nein, aus Wachs. Ja, und es ist... Oh,
Eine Wunderkerze. Eine Wunderkerze wäre es gewesen. Liebe, liebe Frau Höpfner, 5050 Mark. Ich merke, Sie haben gestutzt bei Gibraltar. Der Altar war so schön versteckt. Dankeschön, liebe Ute Christensen. Und dabei waren auch heute Abend von der musikalischen Seite, und das passt eigentlich gut von der Farbe her, Chris und Maxi, Garden. Und du wolltest dir einen Ottifanten, hast du dir gewünscht. Dankeschön, Dankeschön. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuschauen. Und dass Sie heute Abend dabei waren zu völlig ungewöhnlicher Pyramidenzeit, darüber haben wir uns ganz besonders gefreut. Das war heute die 65. Sendung. Mit 65 gehen viele in Pension. Wir machen mit 65 eine kleine Pause. Wir kommen jetzt wieder im nächsten Mai. Bis dahin also alles Gute. Wir hoffen, dass Sie auch dann wieder bei Ihrer Pyramide dabei sind. Wir sehen uns zwischendurch in vielen anderen Sendungen. Ihnen noch einen schönen Mittwochabend, einen Donnerstag, einen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja.